Und ab geht die Luzi auf dem Riverboat. Guten Abend, Markus, Tobias und Philipp, die Dorfrocker. Wir vier haben uns ja vor 2 Wochen kennengelernt beim Flori und Silbereisen, gell? Und ich bin sehr enttäuscht, weil ihr damals besser ausgesehen habt. Ihr wisst, was ich meine. Die Lederhosen wahrscheinlich, oder? Ja. Wo ist die Lederhosen? Ich habe gedacht, heute ist eine seriöse Sendung, da machen wir lange. Da habt ihr aber vorher nicht mal reingeguckt. Der Kunde hat ja schon seinen Unterschenkel gezeigt, seinen weißen. Also unsere ist auch nicht so gut. Mach mir nicht fertig. Wir können uns das so machen, das nächste Mal, wenn du Dirndl anhast, ziehen wir die Lederhosen an. Das ist abgemacht. Ich habe ganz viele Dirndl zu Hause. Also, ja. Okay. Aber Florian Silbereisen war in Riesa, eine riesengroße Halle. Wo ist jetzt die größere Herausforderung, so eine riesengroße Halle zu bespielen oder wirklich auf im Dorf, im Kaff, so eine Scheune? Was ist schwieriger? Ja, man kann es im Endeffekt nicht vergleichen. Bei uns ist es ja so, wir haben ja schon immer Musik gemacht, seitdem wir Kinder sind. Also man hat es im Beitrag gerade ein bisschen auch raushören können. Wir seit dem Kindesalter mit 5, 6 Jahren, unsere Mutter, die heute Geburtstag hat, wir haben es vorhin gehört, die hat uns da 20 Jahre lang jede Woche zweimal über einen Zeitraum von 20 Jahren in die Musikschule gefahren, dass wir Instrumente lernen durften und haben... Kriegt die denn jetzt auch Prozente? Bisher hat sie noch nichts verlangt. Also ich meine, ich bin mal gespannt, wenn sie fragt, aber... Wahrscheinlich jetzt ein Geschenk ab und zu mal. Ja. Also heute hat sie ja schon einen Blumenstrauß bekommen, ja. Von daher gehen wir davon aus, dass das dadurch zumindest für das eine Jahr wieder abgegolten ist. Wie, hat sie nur Blumen geschenkt zum Geburtstag? Ja, logisch, es ist ja so. Ich meine, wir sind ja, man muss ja sagen, man ist aus Bayern, man ist aus einer traditionell konservativen... Ihr seid aus Franken. Ja. Ich bin also aus Bayern. Franken ist quasi die Spitze von Bayern, wenn man so will. Also oben jetzt, so geografisch. Das wollen wir jetzt nicht weiter aus. Also geografisch. Also. Ihr habt ja auch mal was Anständiges gelernt. Du bist Grundschullehrer. Ich bin eigentlich bei mir, was das so, ich habe nach dem BWL-Studium habe ich die Steuerberaterprüfung gemacht im Alter von 26 und wurde dann geehrt als jüngster Steuerberater in Bayern. Und dann 3 Wochen später haben wir unseren Plattenvertrag bekommen. Und dann bin ich zu meinem Chef hingegangen damals, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsfirma habe ich da gearbeitet in Nürnberg und habe gesagt, sehr geehrter Herr Reis, so hieß er, es tut mir leid, ich muss leider kündigen. Und da dachte der natürlich, ich will jetzt da irgendwo zu einer Konkurrenzfirma gehen und dann habe ich gesagt, was machen Sie denn? Dann habe ich gesagt, ich tausche jetzt den Anzug mit einer Lederhose. Dann hat er mich natürlich angeschaut, weil er kannte mich ja 5 Jahre lang mit Anzug und Krawatte und hier eigentlich als recht seriösen jungen Mann, sage ich mal. Und ja, wir haben dann fortan eben diesen Plattenvertrag damals bekommen. Das war Anfang 2007 und seitdem haben wir jetzt keinen Anzug mehr an, sondern die Lederhose. In welche Richtung sehen Sie die drei? Frauenverführer. Oh. Das sind sie. Also jetzt mal, Moment, da muss ich allerdings sagen, wir haben ja so einen kurzen Einblick gerade bekommen im Beitrag. In euren Songs geht es ja nur um Sex, muss man jetzt einfach mal sagen, oder? Findest du? Nein. Worum soll es denn sonst gehen im Leben? Ein bisschen was Jugendfreieres oder so. Aber ihr tretet ja nicht nur in Deutschland auf, um jetzt mal wieder ein bisschen seriöser zu sprechen, sondern tatsächlich international, zum Beispiel auf dem größten Oktoberfest der Welt in St. Louis. Da habt ihr uns ein paar Bilder mitgebracht, da gucken wir mal rein. Und ihr könnt erklären, was da jetzt anders ist als auf dem echten in München. Also die Dirndl sind auf jeden Fall sehr kurz. Also man sieht, wir sind normalerweise immer auch als Liveband aktiv. Sprich, wir haben noch eine Liveband dabei, wer uns jetzt nur aus dem TV kennt, hat das Bild von 3 Brüdern und live ist es mit kompletter... Ja, hier ging es schon ganz gut ab in St. Louis. Aber ihr singt da fast nur Englisch, nur so die Wörter, die Amis dann verstehen. Fall, ja, in dem Fall war es ein extra geschriebener Song quasi für dieses Oktoberfest und normalerweise sind es deutsche Texte, genau. Ja, man darf ihn nicht vergessen. Ganz Amerika ist Europa eigentlich. Die Indianer sind alle weg. Alle die Jungs, die da hingehen zu deutschen Oktoberfesten, sind ja eigentlich unsere Vorväter. So sieht das nämlich aus. Und die ganze Musik hier mit dem Akkordeon und den Jodlern aus der Schweiz ist alles exportiert worden nach Amerika. Darf man nicht vergessen, Amerika ist eigentlich Europa. Das sind unsere Väter. Dankeschön für diese Lehrstunde. Können Sie das bestätigen? Aber da hat er recht. Aber es ist doch so.
Ja, stimmt. In St. Louis. In St. Louis waren sehr viele Deutsche mit deutschen Vorfahren. Das ist richtig. Ist es denn jetzt eigentlich schwerer, mit Geschwistern in einer Band zu sein oder einfacher? Habt ihr da klare Regeln? Streitet ihr? Ja gut, wir haben natürlich schon diesen demokratischen Grundsatz. Das ist recht einfach. Also es gibt einen Mehrheitsbeschluss. Wenn da 2-1 steht, dann wird das halt gemacht, was die zwei sagen. Es war nicht immer einfach. Also es gibt sicherlich immer wieder mal Zoff und Unstimmigkeiten, aber ich denke, das macht es ja aus. Und ich sehe das eigentlich als Vorteil, weil wir einen recht offenen Umgang miteinander haben. Also wir sagen uns schon die Meinung. Und letzten Endes sitzen wir alle in einem Boot und ziehen an einem Strang. Im Riverboat. Halt. Gut aufgepasst. Ihr seid seit 5 Jahren also richtig auf Tour, in großen Shows, auf den Bühnen dieser Welt, wie wir gerade gesehen haben. Und ihr habt mittlerweile 30 Fanclubs. Das ist schon heftig. Wie ist da so das Gleichgewicht zwischen Männern und Jungs? Männern und Mädchen und Frauen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich würde sagen, das hält sich so ein bisschen die Waage, wobei natürlich die Tendenz schon Richtung weiblich eher geht. Das liegt an diesen Sextexten, glaube ich. Ja. Gibt es denn da auch Groupies? Was sind das für Fragen, Mensch? Die wollte ich Ihnen eigentlich alle stellen, aber Sie haben ja so viel geredet. Du kannst ruhig nichts zu mir sagen. Wir haben den Gunder mal kennengelernt. Der Gunder war bei uns in der Heimatortschaft in Kircheich. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Und seitdem bist du unser Vorbild in der Hinsicht. Ach ja, wie, was Groupies angeht? Na klar. Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja, jetzt sind die alle bei mir plötzlich. Und warum kommt das, dass man so als alter Sachse komm so unter hat? Meine Decke. Nein, ist das wirklich so? Das ist ja immer dieselbe Sache. Wir sind über den Dingen stehend, wie Reinhold Messmer auf dem Mount Everest. Wir gucken das Tal Sodom und Gomorra. Ja, der Philosoph spricht jetzt an dieser Stelle. Ja, so. Du bist der Älteste, bist du auch so ein bisschen, so der Elder Statesman, derjenige, der das so ein bisschen zusammenhält? Ja gut, ich versuch's immer, ja, aber die... Es ist seriöse bei uns. Ja? Der Steuerberater. Sieht man schon am Hemd. Sieht man am Hemd, ja. Und du bist ja der Freche, oder? Nee, der Freche ist der Philipp und ich bin so zwischendrin. Ihr habt ja, glaube ich, ganz viel getan, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Also war das immer so ein Wunsch schon als Kinder, wir wollen berühmt werden? In erster Linie war mal die Musik, denke ich, im Mittelpunkt. Also das war jetzt nicht der Aspekt da, dass man berühmt werden will, aber man will halt mit der Sache, die man macht, ist man zielstrebig und will was erreichen, logisch. Und ja, es bestrebt Dinge, ja, und dann ergibt sich das. Also wir haben jetzt nicht angestrebt, berühmt zu sein, aber auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen für Leute, denen es dann gefällt, uns gefällt es. Genau, und dann hat sich das eine oder das andere ergeben, glaube ich. So Castingshows, die es damals auch nicht so in der Form zumindest gab oder in der Breite wie The Voice of Germany oder Deutschland sucht den Superstar. Hättet ihr da mitgemacht? Bei diesen Castingshows, da fängst du ja ganz oben an. Und das sind ja Leute, die jetzt im Vorfeld irgendwo nie in Erscheinung getreten sind. Und bei uns, wie gesagt, da war halt der Werdegang schon so. Wir haben immer gespielt. Wir haben am Anfang, man kann sich das so vorstellen, wir haben am Anfang in der heimischen Ortschaft gespielt, bei Familienfesten, beim Sportverein, beim Kegelverein. Wir haben dann irgendwann mal, unser Großvater, der war quasi unser Mentor auch, der hat uns da überall irgendwo in den Nachbarortschaften überall bekannt gemacht und hat gesagt, hier, ich habe 3 Enkels, lass doch die mal spielen. Und dann waren wir, was weiß ich nicht, in der Nachbarortschaft irgendwann mal beim Kegelverein und haben da jahrelang einfach Musik gemacht, Volksmusik als Kinder. Und das wurde immer mehr, also der Radius wurde größer und das eine hat das andere ergeben. Und irgendwann hat man dann mal den Schritt gewagt, eigene Lieder zu schreiben. Und man hat sich dann eben bei dieser Plattenfirma beworben und dann gab es die Riesenmöglichkeit, bei Florian Silbereisen in der TV-Sendung aufzutreten. Und der weitere Erfolg ist ja bekannt. Aber es gab auch einen ganz anderen Auftritt, da wart ihr noch zu zweit. Und der hatte mit Musik überhaupt nichts zu tun. Der fand statt in einer Sendung bei den Kollegen vom ZDF. Und da gucken wir jetzt mal rein. Top, die Wette gilt. Ein Schweizer Banktresor mit 50 Münzen. So, diese werden geschnipst und am Geräusch muss erkannt werden, um welche Münze es sich handelt. Ich tippe mal auf 2 Pence aus Großbritannien. Richtig! Wie sieht es aus in der Sendung hier? Gibt es da 50-50 Joker, oder? Na, da musst du ein bisschen mit Günther verhandeln jetzt. Also, runter mit der Brille.
Ja. Also ihr habt die Wette gewonnen. Ja. Und ihr seid auch Wettkönig geworden. Ja, sogar Wettkönig. Ihr wart dann Wettkönig anschließend. Wie seid ihr auf diesen verrückten Gedanken gekommen? Ich weiß nicht, wie sich das. Also ich hab, das war, glaube ich, die dritte Wette, die ich angeboten habe. Ich habe schon ja, vorher noch zwei. Ich wollte einfach mal irgendwann in der Sendung dabei sein, weil ich schon immer Fan war. Was waren denn das für andere Wetten? Das andere war Haferflocken am Geschmack erkennen. Und das zweite war so CDs an der Oberfläche am Ertasten. Also ich wollte eigentlich mal in der Sendung dabei sein. Das heißt, sein, ihr hättet ja von Gunter Gabi eine CD ertasten können, zum beispielsweise? Beispiel, aber das hat anscheinend der Redaktion nicht so gut gefallen. Also, da war das dann, ja, genau. Also das ist ja eine ganz irre Nummer. Könntet ihr das heute noch? Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht, um das einigermaßen hinzukriegen? Das war, sagen wir mal, am Anfang vom Studium. Da hat man noch ein wenig mehr Zeit gehabt zum Üben. Beziehungsweise ganz am Anfang war es noch am Ende von der Schulzeit, also als ich Abitur gemacht habe. Und dann war das erste Treffen in Mainz quasi, wo man muss so einen Test mitmachen. Aha. In dem ZDF-Gebäude muss das vormachen. Und dann war das noch nicht ganz so gut. Das war während dem Abitur. Und ich musste ich eben erlernen. Da habe ich damals gesagt, ja gut, ich könnte es eigentlich besser, wenn ich noch mehr üben würde. Und ein Jahr später haben sie uns dann unerwarteterweise nochmal angerufen und gesagt, die Wette ist nach wie vor gut, finden sie gut, ob wir das denn besser können. Könnten. Und dann war es nochmal, gab es nochmal den Treff und dann, genau, dann waren wir in der Sendung. Wobei, er hat es jetzt recht positiv umschrieben. Also er sagt, es war nicht so gut beim ersten Mal. Es war ein Fiasko für uns. Also wir waren da in Mainz und man muss sich das so vorstellen, es war ein Raum, wo da verschiedene Kameras platziert waren, weil die natürlich dachten, wir haben irgendeinen Trick. Und wir waren dann da und haben gesagt, wir schaffen 10 von 100 Münzen und haben da angefangen. Und ich glaube, er hat aber sich schlecht vorbereitet. Ja, ich glaube, er hat die Münze auf den Boden geschmissen. Und wir haben von 10 Münzen, hat er, glaube ich, eine erkannt. Und dann hat und die haben dann irgendwie gesagt, die Redakteurin hat sich gesagt, also ihr raubt uns hier unsere Zeit, das ist eine Unverschämtheit und könnt ihr denn überhaupt was? Und wir haben gesagt, ja, sorry, schlechte Tagesform. Und dann haben die ein Jahr später wieder angerufen und haben gesagt, ich müsste erst mal mehr üben, ja. Und dann haben sie angerufen und hast du mehr geübt, habe ich natürlich nicht, aber dann... Wir üben schon seit einem Jahr wieder. Dabei haben wir das völlig vergessen schon gehabt, weil wir nie damit gerechnet haben, dass die wieder anrufen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt Abitur lass mal sein, wir üben jetzt. Und dann haben wir das reduziert quasi die 100 auf die 50 und haben es dann so mit Ach und Krach geschafft in der Sendung. Und wir waren ja eigentlich für die Sendung, für Wetten, das gar nicht geplant. Da ist dann jemand kurzfristig ausgefallen und dann haben die uns ein paar Tage vorher angerufen und gesagt, hier, Ersatzkandidat, könnt das einigermaßen? Und ich gesagt, wir schaffen das auf jeden Fall. Na, ihr seid ja mit der Nummer auch im holländischen und im chinesischen Fernsehen aufgetreten. Ja. Vor 100 Millionen Menschen. Ja, in China gibt es ein bisschen mehr. Ja. Seid ihr da auch Wettkönig gewonnen? Da gab es keinen Wettkönig, aber da haben wir die Wette auch gewonnen. Ja. Aber die haben, glaube ich, am Anfang hatten sie so ein Stirnband zum Verdecken, haben sie gleichzeitig so ein Stirnband gehabt, wo man auch die Ohren mit verdeckt hat. Das haben sie gar nicht dran gedacht. Ja. Habe ich gesagt, ich muss eigentlich die Ohren frei haben. Wir geben ja unseren Gästen immer einen kleinen Fragebogen mit der Bitte, den noch auszufüllen. Das habt ihr auch brav gemacht. Ja. Und der Philipp hat geschrieben, auf die Frage, womit kann man sie verlegen machen, schlenkern. Was? Schlenkern. Was ist denn das? Hat wahrscheinlich undeutlich geschrieben, oder? Ich verstehe jetzt. Der Grundschullehrer. Ja, Schlenkern? Stand da, ja. Schlenkern? Ja, vielleicht haben Sie das falsch. Schlenkerler wahrscheinlich. Schlenkerler. Schlenkerler. Ah, jetzt, okay. In Bamberg gibt es eine Brauerei, eine Gastwirtschaft, die ist eigentlich richtig bekannt, die heißt Schlenkerler. Also wahrscheinlich kennen da einige im Raum die Gastwirtschaft. Ganz typisch für Bamberg, Schlenkerler. Und damit kann man die verlegen machen? Ist ein Rauchbier, also nicht so das normale Bier, das man normalerweise kennt. Ist mit Raucharoma gewürzt sozusagen. Und vielleicht kennst du Gunder. Gunder, kennst du es in Bamberg, das Schlenkerlerbier? Ja, mir ist da immer schlecht geworden. Also schmeckt ungefähr wie, man kann sich so vorstellen, es schmeckt wie geräucherter Schinken. Ah, okay. Ja. Also ein Bier, es schmeckt wie geräucherter Schinken und ja, also ich persönlich finde es eigentlich ab dem dritten, also man sagt immer, ab dem dritten Bier schmeckt es ganz gut. Und das ist bei mir genauso. Da bist du nervös, okay. Nächste Woche werden in Berlin die Goldenen Beeren vergeben, da ist Berlinale. In Los Angeles werden die Oscars vergeben und wir haben uns mal gefragt, wer würde denn einen persönlichen Oscar des Herzens an wen vergeben? Wayne. Wem würdest du einen Oscar deines Herzens vergeben? Oh Gott, der Blick. Ja.